Hallo und herzlich willkommen zur 295. Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Illyria, Opa Zockt und Felix Gaming. Hallo. So, ihr seid dann hier beschäftigt, dann mache ich so lange an der Grace Infinite Anlage weiter. Felix muss erst noch warten. Okay. Das ist übrigens ein sehr nettes Geräusch, ein spannendes Geräusch auf einmal, um es erwähnt zu haben. Felix? Ich weiß. Klirr, 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 klirr. Ich weiß. Och, das ist doch Musik. Wieso ist die Anlage ausgefallen? Was ist denn hier los? Wieso ist die Grains-Anlage ausgefallen? Fahrzeuge sind alle weg. Da habe ich verkackt. Ich habe vergessen, den Item Repairer zu bepowern. Die haben keinen Strom, die Dinger. Respekt. Ja, das will ich auch mal sagen. Okay. Okay. Kann passieren. Nicht schlecht. Da habe ich eine Energiezelle genommen gehabt, ne? Ja. Okay, den Block könntest du reinpacken. Heißt, ich mache jetzt was für eine Taste, damit ich die reinpacke? Rechte Maustaste einfach auf den Block. Aber zweimal. Wir müssen immer zwei rein. In jedem müssen zwei rein. Moment, was war ID 9? Sind noch alle Power Cells noch da, wo sie waren und haben Batterie aus? Ja, ne? Ja. Gut. Was gucken Speicher? Jetzt hat der Vakuumulator meine Energiezelle geklaut. Haha. Ja. Nett. Verdammt. Gehen da maximal zwei rein oder hast du es abgestimmt so? Da gehen vier Stück rein. Deswegen setze ich jetzt gerade die Sachen rein, die ich reinsetzen muss. Und du haust dann immer noch zwei die anderen beiden rein. Okay. Oh, ups, habe ich verlaufen. Falsche Etage. Der Block rechts daneben kann dann auch. Okay. Bimmel, 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 bimmel. Frage, wie komme ich jetzt eigentlich überhaupt noch in die untere Ebene des Batteriehauses? Aktuell gar nicht. Da muss ich ein Loch einbuddeln, weil ich muss da runter. Warum? Was willst du damit da? Was ich da will, ich wollen bauen. So. Es ist schon befremdlich, wie man am alten Haus ist und da ist nichts mehr. Ja, das kommt gleich wieder. Idea. Oh. Oh, meiner 2 war das ursprünglich, aber das brauchen wir ja gar nicht mehr. Okay, Block 3 kann starten. Ja. Ja, ja. Stimmt. Die Schaltung brauchen wir ja nicht mehr, die für die Power Cells im Keller der Batteriehauses. Die Power Cells für die Volt Miner, die brauchen wir nicht mehr, korrekt. Das ist richtig. Dann kann ich die alle abruppen. Naja, was heißt alle abruppen? Weil ich brauche trotzdem noch teilweise noch Batteriezellen für was anderes. Also alle dürfen sie nicht weg. Also falls du mal irgendwann hier rumbauen solltest, nicht alle Powercells ohne meine Absprache abweisen. Ich reiße gar nichts ab. Aber die werden in der nächsten Folge keinen Strom mehr kriegen. Das heißt, okay, dann wo kann ich die dann hinsetzen, wo sie Strom behalten dürfen? Da, wo du sie hinsetzen kannst, wo sie Strom behalten dürfen, das Gebäude existiert noch nicht. Das wird in der nächsten Folge gebaut. Ja gut, in Ordnung. Ja, und Felix gackert sich immer wieder einen ab. Ja, wie immer. Darf der nächste schon wieder? Jo.
Schade, dass man diese Dinger nicht bezeichnen kann. Da muss man jedes Mal per Code untersuchen, was was ist. Mann, Mann, Mann. So, verdammt, ich habe irgendwo einen vergessen. Aber ich brauche zwei. Na komm. Das ist jetzt schlecht. Oh, shit. Das waren zu viele. Ja. In dem hier vorne, wo ich stehe, sind noch gar keine drin, ne? Da bin ich also noch gar nicht. Hast du, auf der Seite fehlt dir irgendwo einer. Ja. Unten oder in der Mitte? Hier, da bei dem, wo ich vorstehe, fehlt einer. Also der zweite von rechts, da fehlt. Nein, es fehlt die Turbine. Die Turbine. Es geht um die Turbine. In der unteren oder in der mittleren, ne? Genau. Für alte Relikte hier. Nee, hat sich erledigt. Ich habe den Fehler gefunden. Der eine Steam Dynamo hier war schon ausgestattet. Deswegen müsste überall einer übrig bleiben. Schön. Ach, interessant. Die Baumfarm brauchen wir auch nicht mehr, weil die ist hier direkt an Strom angeschlossen. So, diese Seite hier vorne kannst du unten und in der Mitte komplett fertig machen. Ich kann in der Mitte und unten auf der Seite komplett machen. Genau, hier, also unten und in der Mitte von vorne bis nach ganz hinten durch. Okay. Okay, ich sollte nicht mal so viel Essig passen, ich bin durch die Bedingungen muss durch. Haben Freeze. Okay, wieder. Den Freeze habe ich sogar bei mir gemerkt. Ja, und jetzt habe ich, jetzt soll ich alle nochmal kontrollieren, weil jetzt weiß ich nämlich nicht, wo welche drin sind. Lässt sich leider nicht immer vermeiden. Ich muss gleich nach Ende der Aufnahme einen kleinen Refresh machen. Obere ist schon fertig, Opa. Ja. Warte mal ganz kurz, Felix. Du musst mal darauf achten. In irgendeiner Maschine kann es sein, dass du nur einen reinbekommst. Da musst du Bescheid sagen, weil irgendwie habe ich einen irgendwo zu viel drin. Ja. Ich vermute mal, es wird hinten bei der Dings, wo der Freeze gewesen war, passiert sein. So, muss ich noch abwarten, bis die Feuerzeuge wieder alle repariert sind. Erst dann läuft die Grand Theft Auto Anlage wieder. Schon mal nicht. Also von rechts zu sehen.
glaube, ich weiß wo. Nö, nee, auch nicht. Also bei mir passt gerade rein. Das ist komisch. Okay, dann würde ich sagen, testen wir mal, wa? Ich habe halt nur diese zwei von dem vorne links, was weiß ich, übrig. Aber das hattest du ja angekündigt, dass ich da welche übrig habe, weil da die voll war schon. Warum gibt der keinen Strom ab? Weiß ich nicht. Kannst du mal auf die Batterie achten? Ich schalte mal, ja. Ich schalte mal einen Block. Oh, schon wieder ein Freeze. Okay. Ich diesmal nicht. Das ganze Spiel lag gerade, warum auch immer. Also, die Batterie funktioniert jetzt. Es lädt. Ihr dürft nicht vergessen, je mehr Maschinen gebaut sind, umso mehr Lecks erhält man. Das ist leider normal. Das hat aber nichts mit Maschinenlag zu tun. Das war Internet oder was weiß ich, Verbindungslag. Von zu dir, aber von dir so. Aus, weil wir beide gleichzeitig haben. Warte ganz kurz. Wie viel geht es da durch? Warte, ich schalte mal ganz kurz alles. Ja. Hier noch mal. Hm. 50, 64, 70, 80. 92,160, was weiß ich. 92.011. Ja, du solltest dich beeilen, gleich ist die Batterie voll. Oder voll ist scheißegal eigentlich, ne? Ja, aber ey, der kann nicht genug abgeben. Achso, nee, warte mal, die können ja auch gar nicht abgeben. Das war nur ein Block mit den 92.011. Ja, ja. Ui. Okay. Ui. Anlage funktioniert. Ui. Okay, wunderbar. So, Felix, weißt du, was wir jetzt machen? Stromkabel irgendwo hinführen? Oder Illyria ärgern? Ja, wir gehen jetzt erstmal Illyria ärgern. Genau. Immerhin mal eine gute Sache, die wir machen. Wo ist der überhaupt? Wo unter mir? Ich bin weg. Ich bin ganz weit weg. Der muss irgendwo hier sein. Batteriehaus? Oder unterm Batteriehaus? Unter Batteriehaus. Ich bin unterm Batteriehaus. Pull jetzt das ganze Ding hier auf. Oh, das sieht gut aus. Jetzt kann ich die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Wo ist Grace of Infinite? Ja, warte. In China. Du musst nach China reisen. Okay. Dauert. Moment. Dauert? Moment. Okay. Huch, was war das? Piep, piep. Wieso fehlt hier Feuer? Was ist denn jetzt los? Kommt überhaupt Schaden? Nö, aber ist egal. Krieg ich keinen Schaden. Aber er fliegt durch die Gegend. Ja, er muss durch die Gegend fliegen. So, warum läuft das hier nicht? Die Anlage hier unten? Wüsste ich auch gerne. Es sind Feuerzeuge verschwunden. Verschwunden? Okay. Ja. Ich muss die Feuerzeuge nachcraften. Die ganze Kiste war voll, aber die sind letzten Endes verschwunden. Ja, ich weiß, was passiert ist. Es ist kaputt gegangen, weil der Item Repairer nicht funktionierte, weil ich die Energiezelle vergaß. Das ist das. Warum habt ihr eigentlich beide so lila Schwerter und so dünne Schwerter? Was ist denn bei euch los? Die sind geil. Das sind die Seender MK2. Nein, das sind Sword of Survivor. Ach, die Dinger, die nutze ich nicht. Die sind schwächer als mein Schwert. Oh, nicht bei mir machst du Opa viel Schaden. Also, nö, vor allem das dafür, dass ich eine grauenhafte Rüstung gefühlt mit der Dark-Rüstung habe. Die machen im Normalfall 15 Damage.
Aber die Im ist. Normalfall. Die, das Ding ist noch nicht fertig. Ja. Opa hatte eigentlich vor, die schon vor gefühlt 20 Folgen aufzucraften, aber er hat es bis heute nicht hingekriegt. Nö. Da kam erstmal wichtigere Sachen. So, oh, hier hinten ist Draconium-Ohr in der Ecke, ne? Im System ja. Ist. Aber es flackert so schön. Ja, noch 23.000. Draconium-Ohr. Keine Ahnung, ich hab's so gesehen, es flackert so schön. Es okay, so Felix, schön. Komm her, oh. Ja, wir legen los. Ach, das ist der Fahrschule. Er braucht ein Draconium-Ohr, haben wir doch alles. Oh, das ja, ich an. Weiß, aber es flackert so schön und es glänzt so schön, ist toll. Genau wie in einer Folge, Felix, da habe ich doch tatsächlich, muss ich mir vorstellen, halt ich fest, ich habe Diamanten gefunden. Nee. Doch, ehrlich. Ich habe auch warum gedacht, liegt das er mich an? Warum liegt er mich an? Das ist fies. Felix, wo wollen wir uns denn hinstellen? Ob wir uns hinstellen wollen? Ja, komm, wir stellen uns hier in die Stelltafel. Und dann? Bauen wir jetzt Kapazitoren. Also Kapazitorbanks. Das habe ich schon vorhin probiert, dann haben sich die Goldnuggets gesagt. Nö. Dann habe ich 20.000 Goldnuggets gecraftet, dann hat sich das Spiel gedacht, craften du ne. Ach, deswegen hat er so umgeruckelt. Nein. Das könnte so einiges erklären. Felix. Okay. Felix? Ja? Wie craft des Goldnuggets? Da bin ich schon dabei seit ungefähr 5 Minuten. Was meinst du, warum wir wieder 14.000 haben? Ja, ich crafte ja auch schon die ganze Zeit. Wir brauchen 50.000 Goldnuggets. Viel Spaß in der Linie, mit denen ruckeln dann zu spielen. Falls es überhaupt bei ihm ruckelt. Nee, Moment. Bei mir ruckelt es genauso. Deswegen, ich muss das. Ja. Bei mir ruckelt es gar nicht, weil ich crafte, ich merk's nicht. Nee, also selbst beim Craften ruckelt es überhaupt gar nicht. Nö, ach, das ruckeln meinst du? Nö, hab ich auch nicht. So, 24.000. Crafte ja auch nicht. Alter. Wir beide aber schon Goldnuggets en masse. Du weißt schon, dass wir gerade schon knappe 8.000 Gold verbraucht haben. Nee, das, so viel war das gar nicht. Erst wenn wir 90.000 Goldnuggets haben wir 10.000 oder so verbraucht. Also das ist schon... Na gut, wir haben ja noch genug Gold. Guck mal, 118.000... Ja, bis ich anfange Festplatten zu bauen, dann wird's witzig, glaube ich. Wie viel Goldnacks habe ich gesagt, brauchen wir? 50.000 hast du gesagt. Glaube ich. Ich habe mich richtig zugehört. So ungefähr. Unglaublich. Er hört noch nicht mal zu, wenn man jemand sagt. So viel unwichtiges Zeug, wie er einem erzählt, da kann man nicht doch noch zuhören. Hey, Leute, ich habe Diamanten gefunden. Ja, schmeiß in Lava. Kannst du essen, viel Spaß dabei. Ja. 46.000. Guck mal, liebe Zuschauer, seht ihr diesen hübschen Diamantblock? Sieht er nicht schön aus? Den könnte ich in den Shredder schmeißen und Diamanten rauskriegen. Aber was ist das? Nein, er drückt versehentlich die Q-Taste und es verbrennt im Feuer. So, dann wollen wir mal gucken. Dann Basic-Kapazitoren. Ich krieg das Rezept nicht mehr rein, so doll lenkt. Ja, Moment. Ja, ich sag's gerade. Ich Moment. Baue hier ab und es baut sich nichts ab. Waiting for Server. Ja, ich warte auch auf dem Server. Ich hab nichts gemacht, das war Opa. Ja, ich warte gerade auch, Moment. Ich hab euch doch gesagt, nicht beide gleichzeitig craften. Ich baue nicht gleichzeitig mit ihm, ich hab noch nicht mal das Rezept drin gehabt. Okay, jetzt geht's wieder. Oder auch nicht. Nein, es geht nix. Ich glaube, Opa baut jetzt allein und selbst das ist zu viel. Doch, bei mir, ja. Du craftest und das ganze Spiel hängt vor Server. Ups. Ja, ist gleich vorbei. Sogar die Fackeln hängen in der Luft. Das sieht nicht. Das sieht hübsch aus. Gleich vorbei, du hast noch 41.000 Goldnuggets vor dir. Ja, aber keine Goldnuggets und Finities mehr. Moment. Du hast doch 7.000. Warten wir 10 Jahre, bis Opa fertig ist mit Craft und das Spiel wieder sich denkt, ey, guck mal, ich kann wieder arbeiten. Ach der echt? Alte Sack ist fertig. Wir haben gesagt, wir ärgern jetzt die Librier. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, hat er recht. Also wir haben dich vorgewarnt. Dafür können wir jetzt eigentlich eher weniger. Also eigentlich gar nichts. Dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, ich mache schon mal eine kleine Pause. Ich bleibe jetzt einfach nur hier still und schweigend blitzen und gucke ja, ich würd, im lodernden Feuer zu. Ich würde auch... Ich bin rausgeflogen, toll. Das kommt davon. Ey, du hast noch 4.500 Grains of Infinite vor dir. Mach jetzt. Ja, ich bin nicht mehr da. Opa denkt sich, Spielcraft, nee, Alter, 4 raus hier. Mein Minecraft ist komplett, timed out, okay. Ey, Opa ist Rauswurf, hat sich aber gelohnt. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Alter, was geht hier los? Kannst du dich jetzt bewegen? Ey, cool, ich kann unsichtbare Blöcke wieder aufbauen, weil die nicht wirklich abgebaut wurden. Glückwunsch. Ich habe unsichtbare Steine. Felix, craftest du es gerade? Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich craften sollte. Nee, du solltest erstmal warten, bis ich wieder drin bin. Ja, deshalb warte ich. Deshalb der Kommentar, ich weiß nicht, ob ich sollte. Was soll ich denn sagen? Ich habe unsichtbare Steine. Besser als sichtbare Steine, das ist nicht so hässlich. Ich craft jetzt stackweise nur noch. Immer ein Stack bis er fertig. Habe ich auch nur gemacht. Aber mit Shift-Stack bauen. Ja, klar. So, dann kann man die Lüge wieder ankacken. Ich will ja nicht sagen, aber ich kann nicht mal mit dem Klickbau bauen, ne? Es leckt selbst dabei. Es leckt voll. Ich kann's nur bestätigen, es leckt furchtbar. Und dabei bist du der Horst. Horst, so. Ja. Genau, ich bin der Horst. Ach, wenn's eh leckt, dann kann ich auch vielleicht was im Metall voll machen. Ja, würde ich sagen, mach einfach. Felix, lass uns beide eine Pause machen. Opa, lass mir erstmal eine Runde craften. Ich kann ja mit craften, damit Opa noch mehr geärgert kann. Dann kann er nämlich gar nicht mit craften. Ja, dann crafte mal. Ich kann nicht eh nicht, ich komme nicht ins Crafting-Terminal rein. Ich denke, du kannst craften, so bleib ich hier raus. Doch, alle 5 Minuten komme ich ins Crafting-Terminal rein, wenn ich mal drücke. Illyria? Ja? Das ist keine Grenze, wie viel sind wir da? Doch, 18, 19. Die Anlage läuft aber. So, das heißt, jetzt brauchen wir Energetik-Alloy. Wir haben nur ein Energetik-Alloy. Felix, wir müssen Energetik-Alloy machen. Daran ist meine Produktion gescheitert. Ich wollte craften und habe ich gesehen, oh, wir haben nichts mehr, schade. Auch gut. Dann gehen wir mal Energetik-Alloy machen, wa? Juhu. Ey, das ist hübsch. Ich baue Steine und baue die alten Steine wieder hin, weil die nie abgebaut waren. Hallo? Gold, Redstone, Glowstone. Achso, was machst du? Du guckst das Rezept nach. Ich wundere mich gerade. Opa tot? Hallo? 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 Hey, ich kann wieder arbeiten. Opa hat aufgehört. Gold, Redstone. Opa? Die Flitzpippe hier hinten kommt nicht hinterher mit auspacken, ne? Der hier? Ja, das ist nur Bronze. Kann eh, glaube ich, ausgemacht werden, weil Bronze haben wir 108.000. Hast du eingestellt schon? Ne, ich brauche erstmal Kapazitor-Cards. Achso. Kapazitor-Cards, da. Achso, die haben hier gar keine Enderperlen mehr, ne? Ich habe nicht mehr Effizienz 5 auf meinem Fluxbohrer. Was ist das denn? Ach, hier bin ich. Ach, das war Elektrum. Oh. Hallo Lava. Tschüss. Hallo Lava. Tschüss Lava. Wollt schön dich gekannt zu haben, Lava. Ja, das ist gerade ein bisschen kontraproduktiv, dass ich hier noch jetzt Lava habe. Mr. Lava Lava, ne? Mr. Lava Lava. Muss einfallen lassen. Okay, die Produktion läuft an. Wow, oder so ähnlich. Oh. Hallo. Genau, was brauchen wir denn noch so? Pulverisierte Kohle haben wir ja. Vibrant Alloy. Wie viel Vibrant Alloy haben wir denn? Würde ich an deiner Stelle nicht nachgucken.
990, das heißt, wir brauchen auch noch Vibrant Alloy. Sie. Das wäre dann Energetic Alloy und Enderperlen. Energetic Alloy haben wir, glaube ich, gerade nicht, ne? Nee, aber das wird ja jetzt eigentlich kommen, wenn, solange du mehr Öfen Energetic Alloy als Vibrant Alloy hast und das nicht passt, dann passt das. Was sagt denn unser Glowstone-Vorrat? Genug, ne? Ich hoffe. Und Redstone-Blöcke? Ich hoffe. 37.000 Glowstone-Blöcke. Redstone. Oh, Redstone-Blöcke sollten wir vielleicht mal wieder craften. 1700, 1800 sind noch da. Echt? Ja. Aber dafür haben wir 1,4 Millionen Redstone. Für was brauchst du Redstone-Blöcke? Irgendeins der Dinger von den Teilen braucht ihr das. Die Basic Capacitor Banks. Oder wollten wir nicht. Wir wollten doch die für die Vibrant Capacitor Banks wollen wir noch bauen insgesamt, oder nicht? Ja. Ja, dann brauchen wir die für die Basic Dinger. Warum? Weil das in den Basic Dinger, Basic Capacitor Bank braucht einen Redstone Block in der Mitte. Ja, aber eine Basic Capacitor Bank brauchen wir gar nicht. Wir brauchen für eine Vibrant brauchen wir 4x Electrical Steel, 4x Character Capacitor und. Achso, du willst, baust direkt das untere Rezept, ach so. Richtig, genau. Du willst nicht hochcraften, ach so. Richtig. Moment, das ist ja. Na gut, wobei, das sind 4 Octetic Capacitor, ne? Das ist. Ich glaube, das ist sogar teurer, das untere Rezept als das obere. Oh, guck mal hier. Er gibt Gas. Die Öfen laufen. Atmen, atmen. So, oh, dann. Kannst du jetzt eine Viertelstunde warten und dann kannst du vielleicht auf die Zahl wieder gucken. Ja, der verbraucht irgendwie. Ich finde es schön, wenn man Alloy eingibt, wie viele Enhanced Alloy-Smetter da drin sind. Ein paar. 36 nicht konfigurierte, 17 konfigurierte und 6. Deswegen gibt man Energetik ein. 12, 13. Und dann 13 konfigurierte mit sogar noch Strom drin. Toll. Deswegen gibt man Energetik ein, aber irgendwie. Wie viel Glowstone hat man gehabt? Mein Problem ist erstmal gelöst. 37 oder 36.000? Ne, 195.000. Ja, nee, aber Glowstone, Full Variety Glowstone juckt uns ja nicht. Wir brauchen ja. Brauchen Glowstone das für den Energetik Alloy. Ach so, dafür, ja. Mhm. Dafür haben wir mehr als genug. Erstmal. Perfekt. Das ist immer noch Lava, wo kommt die denn her? Hab ich da geschmissen. Ja, das glaube ich dir sogar. Das Gute ist, wir werden durch unser tolles Alloy dann jetzt auch erstmal schön Redstone und Glowstone los. Das heißt, Speicherplatz. Ja. Vor allem, eigentlich müssten wir jetzt als erstes die, oder beziehungsweise als nächstes die numismatischen Generatoren machen, damit wir solche Geschichten wie eine halbe Million Sponge, eine halbe Million Limestone. Oh, weißt du, was wir noch craften könnten, Felix? Opa, vergiss diese Mana-infundierten Ingots nicht. Ups. Weißt du, was wir noch craften könnten, Felix? Fertilizer. Wir haben nämlich eine Million Apatit. Nein, vergiss es. Nein, aus. So, Energetic Alloy. Ja. Machst du dann die Octetic Kapazitoren? Kann ich, ja. Ich habe aber vorhin schon 20 oder 30 gecraftet gehabt und auch 4 okay. Banks. Ich hoffe, jetzt habe ich es hier endlich mal mit der verdammten Lava. Die Lava hier war gerade echt ein Fluch. Ui, ein Stack. Wow, wir sind reich. Was? Ein Stack Octetic Capacitor. Ich bin reich. Diamanten. Braucht keiner. Was fehlt denn dir dabei? Nix. Aber ich hab keinen Bock da zu klicken und bumm, dann leckt's wieder übertrieben. Oh,
Jetzt fehlen wieder die Double Layer. Jetzt habe ich insgesamt zweieinhalb Ja, Stacks. ich glaube, da muss man warten. Okay. Wollen wir Festplatten machen? Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, macht mal Festplatten. Weil Opa Luva ist derjenige, der sich vorhin noch beschwert hat, ey, der Festplattenplatz geht zur Naja, Neige. Festplatten ist aber auch eigentlich nur die Stanzen aufstellen, eine Kiste, die Diakiste oben hinsetzen, unten drunter setzen und oder ein System anschließen halt, statt den Diakisten und dann halt, dass die Dauer auf die Dinger durchstanzen. Aber mehr kannst du sowieso nicht machen, weil das alles übertrieben lange dauert. Ja. Was haben wir davon noch drin? Was brauchen wir denn dafür? Wie heißen die Dinger denn? Oh, wir hätten hier Glas reingebaut, ey. Na gut. Deswegen bin ich das Zeug hier losgeworden. Wir haben fünf Ernsthaft? Engineering-Prozessoren. Wo? Der ist ja schon wieder da, aber ich dachte, ich hätte das. Naja, was soll's. Liebe Zuschauer, ich muss mal für einen Moment abwesend. Nee, anders. Wir müssen die Folge sowieso beenden. Ich muss mich abwesend gehen. Ich will sagen, wir machen Feierabend. Leute. Liebe Zuschauer, wir hoffen, ihr habt Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschö. Tschüss.